Ja, Lotte Laserstein war eine der ersten Künstlerinnen, die wirklich die Frau in den Vordergrund gestellt hat. Sie war selbstbewusst, sie wusste schon als junges Mädchen, dass sie Künstlerin werden wollte. Und sie ist wirklich in den 20er Jahren eine der Künstlerinnen, die eben diese neue Frau, diese moderne Frau darstellt. Die Moses-Mendelssohn-Stiftung hat die Lotte Laserstein-Ausstellung gefördert. Und zwar auch aus dem Grund, weil wir ein Smartman Studenthaus nach Lotte Laserstein in Karlshorst benennen wollen. Es gibt ein Bild von Lotte Laserstein im Gasthaus, heißt es. Da geht sie alleine in ein Restaurant, in eine Kneipe, setzt sich an die Bar, ganz selbstverständlich. Männer haben das schon immer getan, aber für Frauen war es ein Tabu. Für sie eben nicht mehr.